Es gibt viele im Gastrobereich, die sagen, wir weigern uns, das Ganze umzusetzen, denn wir haben mit unseren Rechtsanwälten gesprochen und die haben das Ganze geprüft und herausgefunden, es gibt keine gültige Rechtsgrundlage und deswegen wenden wir das Ganze nicht an. Jeder ist willkommen bei uns, wir machen da nicht mit. Hallo ihr Lieben, das ist jetzt entweder ein After-Video oder ein Before, das müssen wir mal sehen. Ich hab soeben den Livestream beendet. Ich bin heute am 13.09.2021 in Liestal oder auf Schweizerdeutsch, Lieste. Denn für den einen oder anderen, der vielleicht mitbekommen hat, letzte Woche Mittwoch hat der Bundesrat beschlossen, dass ab heute eine Zertifikatspflicht gilt in den Innenräumen von vielen Lokalitäten. Und ja, da haben wir uns gedacht, machen wir doch einfach mal Picknick mit Freunden. Wenn man uns nicht mehr in der Beiz haben möchte, dann gehen wir halt außerhalb der Beiz, treffen uns dort zu einem Picknick mit Freunden. Wie ihr sehen könnt, jetzt ist es schon ein kleines bisschen später für die einen oder anderen, die sehen wollen, wie es hier um 18 Uhr losgegangen ist. Ihr könnt herzens gerne auf meinem YouTube-Kanal schauen, da ist der Livestream drauf. Es gibt keine gültige Rechtsgrundlage und daher machen sich alle, die jetzt hier irgendwie meinen, uns aussperren zu müssen, strafbar. Es gibt vom Verband Freie KMU, gibt es einen ganz wunderbaren Flyer. Ich zeige den hier nochmal. Ist jetzt nicht so gut lesbar. Ich habe mir auch ein bisschen kleiner ausgedruckt, um besser verteilen zu können, hier in den Bars und Cafés, in den Weizen. Einfach, wen es interessiert, auf freie-kmu.ch gehen. Verband Freie KMU ist das und dort gibt es die Möglichkeit einfach zu schauen. Das stammt vom 10.9., der Stand ist vom 10.9.2021, Zertifikatsausweitung, die ab dem 13. September 2021 geltende Zertifikatspflicht ist eine massive Einschränkung der Grundrechte. Massive Einschränkung der Grundrechte bedürfen zwingend einer gesetzlichen Grundlage. Dies wird geregelt in der Bundesverfassung. Die Artikel dazu sind entsprechend aufgeführt, Artikel 5, Artikel 36, Artikel 164. Dazu ist dann einfach noch erklärt, was passiert, wenn man es dennoch macht. Ne, ihr lieben Unternehmer, lest euch das gut durch. Und da sind gute Empfehlungen für euch dabei, wie ihr damit umgehen könnt. Gute Empfehlungen auch im Verhalten, was das Verhalten angeht bei Kontrollen der Polizei, was das Verhalten und das Vorgehen bezüglich der Buße angeht und auch, wie ihr das handhaben könnt im Alltag. Und ich weiß, ich habe das mitbekommen heute schon, dass Rückmeldungen bekommen sind mit heute, bedeutet jetziger Stand 13.09.2021, wo das Ganze ja hätte umgesetzt werden sollen und teilweise auch umgesetzt wird. Es gibt viele im Gastrobereich, die sagen, wir weigern uns, das Ganze umzusetzen, denn wir haben mit unseren Rechtsanwälten gesprochen und die haben das Ganze geprüft und herausgefunden, es gibt keine gültige Rechtsgrundlage und deswegen wenden wir das Ganze nicht an. Jeder ist willkommen bei uns, wir machen da nicht mit. Ne? Also, es gibt es auch. Hashtag alle sind willkommen ist auch eine gute Möglichkeit zu finden, wo man hin kann. Und Animap, ne, habe ich ja schon öfters erwähnt, könnt ihr auch schauen. Animap, einfach mal eingeben, da gibt es Möglichkeiten. Und ansonsten vernetzt euch und macht solche Geschichten hier. Macht sowas in euren Quartieren, macht das. Ich bin heute in Liestal. Das ist bloß 10 Minuten mit dem ÖV von Basel entfernt, weil die Basler auch entschieden haben, wir wollen ein paar mehr sein. Wir machen das heute in Liestal und in Aarau, sind auch welche parallel. Und jetzt seit 19 Uhr bereits, in Winterthur auch. Also es geht was, es gibt Möglichkeiten.